herzlich willkommen. Ihr seht Spätvorstellung, das Kinomagazin. Wir stellen euch heute das Drama Amerikanisches Idol vor. In den 60er Jahren ist Simon Leboeuf ein erfolgreicher Geschäftsmann, der mit der ehemaligen Schönheitskönigin Dawn verheiratet ist. Doch die Familienidylle der Leboeuffs zerbricht, als ihre Teenager-Tochter Mary verdächtigt wird, einen Bombenanschlag verübt zu haben. Nachdem sie daraufhin untergetaucht ist, beginnt Simon, sie zu suchen. Schauspieler Ewan McGregor hat ja in seiner Karriere in sehr, sehr unterschiedlichen Filmen mitgespielt. Also zum Beispiel jetzt im Blockbuster-Kino als Obi-Wan Kenobi in der Star Wars Prequel-Trilogie, dann aber auch in Programmkinofilmen wie zum Beispiel Der Ghostwriter oder Cassandras Traum von Woody Allen. Und hier hat er jetzt mit Amerikanisches Idol sein Regiedebüt abgeliefert und da auch gleich ein sehr ambitioniertes Projekt sich vorgenommen. Denn er hat ja den gleichnamigen Roman von Philip Roth aus dem Jahr 1997 adaptiert, für den Roth damals ja den Pulitzer-Preis bekommen hat. Ja, und das ist McGregor auch ganz gut gelungen, finde ich. Also die Regiearbeit hat mir wirklich gut gefallen. Weniger überzeugt hat mich aber seine schauspielerische Darbietung in dem Film. Also ich fand, er hat seine Figur dann doch eher so langweilig runtergespielt und die Emotionen nicht so richtig vermittelt. Richtig gut gefallen haben mir aber Dakota Fanning als die Tochter und auch besonders Oscar-Preisträgerin Jennifer Connelly als die Ehefrau. Mhm. Denn also die hat die Wandlung und auch so eine zunächst nicht erwartete Tiefgründigkeit ihrer Rolle, finde ich, sehr, sehr gut rübergebracht. Genau, die beiden haben mir auch richtig gut gefallen, aber ich fand auch Hugh McGregor relativ gut. Klar, es war jetzt nicht seine beste schauspielerische Leistung, aber gerade so irgendwie diesen Familienvater, der sein ganzes Leben halt Schritt für Schritt auseinanderbricht, fand ich halt sehr glaubwürdig. Und generell war halt das Thema des Films eben, dass man hinter diese scheinbare Idylle blickt und eben sieht, was da überhaupt noch so in der Vergangenheit passiert ist, was da alles noch aufgearbeitet werden muss in der Familie. Sehr, sehr gut dargestellt. Und zum Beispiel fand ich auch relativ gut, dass so echte Bilder, also so Nachrichtenbilder aus den 60er Jahren in den Film eingebaut wurden, weil man dadurch halt auch als Zuschauer in dieser Zeit richtig gut verankert wurde. Ja, also dass diese Bilder mit eingebaut wurden, das hat mich jetzt nicht gestört, aber ich finde, der Film hat es auch überhaupt nicht gebraucht. Und noch weniger gebraucht hat er in meinen Augen diese Rahmenhandlung mit dem Erzähler, die so das umspannt hat, denn ich finde, das ist schon so ein ausgelutschtes Konzept und das war hier wirklich überflüssig. Also ich fand, die Handlung war wirklich stark und hätte es auch gut geschafft, so ganz allein für sich zu stehen. Also die war sehr, sehr vielschichtig und spannend und die Wendungen im Film waren jetzt gar nicht so klischeehaft dargestellt. Mhm. Also nicht so, wie es der Zuschauer wahrscheinlich erwarten würde. Genau. Und generell hatte der Film sehr, sehr viele intensive Einzelszenen, was mir richtig gut gefallen hat. Und Ewan McGregor hat halt durchweg so eine sehr ruhige, klassische Erzählweise gewählt, die den Zuschauer aber irgendwie ja doch so in das Geschehen sehr hineingezogen hat. Die Polizei erweitert ihre Suche nach der jugendlichen Meredith Leboeuf wegen ihrer Beteiligung am Bombenanschlag auf ein Posten. Wo ist sie? I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. Amerikanisches Idyll ist wirklich ein sehr gelungenes Regiedebüt und ich freue mich auch schon auf weitere Filme von Ewan McGregor. Natürlich ist es jetzt kein Unterhaltungsfilm, das heißt, man muss generell schon das Genre Drama mögen und sich auch wirklich sehr stark, glaube ich, auf dieses Geschehen einlassen. Mir hat er, wie gesagt, sehr gut gefallen. Ich gebe ihm 8 von 10 Punkten. Ja, ich würde auch sehr gerne weitere Regiearbeiten von Ewan McGregor sehen. Dann aber bitte eben nicht in dieser Doppelfunktion, also dass er gleichzeitig auch der Hauptdarsteller ist. Grundsätzlich hat mir der Film aber wirklich sehr gut gefallen und deswegen gebe ich ihm 8,5 von 10 Punkten. Du sag mal, Tim, also es ist ja schon irgendwie heftig, was bei anderen Leuten so teilweise hinter der Fassade steht, ja, oder? Absolut. Also da bin ich auch froh, dass es bei uns so idyllisch ist. Ja, ja. I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. Find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very